Finale bei Hatice. In ihrem kleinen Wohnzimmerrestaurant kocht sie mit viel Herz, aber ohne Konzept. Ich habe keine Norm, dass ich sage, muss so und so sein, muss. Das darf gut sein. Was ist das für eine Küchenrichtung? Das ist Hatice. Das ist Hatice. Nordisch kocht sie aber auch. Das ist keine Fischsuppe, sondern das ist eine Gemüsebrühe mit Fisch. Auf den Punkt gebracht. Hat der kritische Michele auch gut lachen? Und das Kambi sind nicht gebrat. Das ist eine Verwaltung. Das klingt übel. An der Westküste Schleswig-Holsteins steigt heute das Finale dieser kurzen Woche. Im Moment führt das Star Michele mit 23 Zählern. Kann Hatice heute im Weingarten am Schlosspark den stolzen Italiener toppen? Auf der Halbinsel Eiderstedt in Tönning will Spitzenkoch Mike Süßer das prüfen. So, jetzt am letzten Tag geht's zu Hatice. Das wird spannend. Das Mädel ist gelernte Hotelfachfrau und ist aber in der Küche gewandert, weil sie das Kochen so gern hat. Das ganz Besondere ist, sie hat aus ihrer Wohnung ein Wohnzimmerrestaurant gemacht. Das finde ich mal klasse. Die Küche soll international ausgerichtet sein. Jetzt weiß ich nicht genau, das einzuordnen. Ich denke mir aber gerade, türkische Einflüsse in norddeutscher Küche, das könnte eine coole Kombi werden. Heute will Hatice ihm zeigen, was sie drauf hat. Mein Restaurant Weingarten habe ich seit 2009. Davor war unser Zuhause. Rund 35 Gäste kann die dreifache Mutter in ihrer ehemaligen Wohnstube bekochen und bewirten. Ich habe früher für meine Familie gekocht, jetzt die Familie hat sich vergrößert. Für mich ist das einfach, meine Küche ist aber früher auch meine Privatküche. Futtern wie bei Muttern lautet hier die Devise. Hatice kocht und bewirtet aus dem Bauch heraus. Trifft das Konzept Mikes Geschmack? Also das stimmt absolut. Das Wohnzimmerrestaurant, würde genau, ich sagen. Ne? Ganz genau. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, hat man mich schon für verrückt gehalten. Eben. Ja. Ich sag, das bin ich, das weiß ich. Aber schöne Farben, ne? Sehr viel Liebe. Da ist schon was reingewandert von Hatice, ne? Ich habe nur das gemacht, was ich selbst vermisst habe. Okay. Und du hast vermisst Gemütlichkeit in Restaurants? Ganz genau. Gute Weine, also gutes Essen. Du bist der Türkin, oder? Ich bin Kurdin. Also Verzeihung, das sage ich dir. Ich habe jetzt gesagt, boah, türkischer Einfluss in norddeutscher Küche. Ich habe es nicht kurdisch genannt, also Verzeihung dafür. Nein, das ist kein Problem. Aber das wäre ja toll. Ist das so? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe nur gehört, international. Also ich mache alles alleine. Wenn man mich fragt, dann, manchmal, wenn mir nicht einfällt, ich sage hatijische Küche, dann guckt man mich so an, dann denkt man, ob sowas wirklich die Denkung sowas gibt. Und die wissen es nicht. Hatijische Küche, okay. Hatijische Küche. Die hatijische Küche ist gerade mal 15 Quadratmeter groß. Hatice, wer ist der junge Mann da? Das ist der Ali, der... Ali, servus. Servus. Moin, moin, Entschuldigung. Moin, moin. Ja, genau. Moin, also. Ali möchte noch also kochen lernen. Der hilft mir viel beim Saubermachen, aber... Er soll noch viel kochen lernen, hilft mir beim Saubermachen. Ja, es ist noch Anfang. Seit August letzten Jahres geht ihr der Syrer zur Hand. Bevor du da irgendein Feuer anstartest, musst du mir erzählen, was du mir machst. Mädchen. Also Rumstick Weingarten, wenn was das schon mal da ist. Was ist das? Ich weiß, was Rumstick ist, aber was heißt Weingarten? Weingarten, da kommen Weichkäse. Weichkäse, das ist wie Feta, also Feta, aber aus Kuhmilch. Okay. Genau. Okay. Dann werde ich dir aus Tell ausbereiten. Da kommt meine Soße drauf, da kommen Zwiebelringe drauf, da kommen den Cherry-Tomaten, wird erstmal unter Salamander gebacken. Eigener Küchenstil kommt jetzt, glaube ich. Bei mir gibt es außergewöhnliche Speisen, zum Beispiel Scholle in Sesam oder Steaks mit Pasta oder auf überbackene Käse mit Ciabatta. Okay, was ist das für eine Küchenrichtung? Das ist Hatice. Das ist Hatice. Hatice kocht frisch, frei Schnauze, ohne Rezept und laut Karte ohne Zusatzstoffe. Da ist ein Rumsteak. Wo kommt das her? Das kommt aus Uruguay. Aus Uruguay? Mhm. Aha, warum? Im Moment, also wenn ich dann gucke, welches Produkt ist besser, den nehme ich denn. Der Farbe ist es mir wichtig, Qualität ist mir wichtig. Wenn ich hier finde, dann finde ich hier. Husumarin, schon mal gehört? Ja. Na? Dann geh mal hin. Ja, ein bisschen regional denken. Ja. Ne? Wie magst du denn? Magst du Medium, Englisch oder durch? Danke für die Frage. Das mal vorab. Medium. Das Steak bettet sie auf einer gegrillten Eigenkreation mit Käse. Ich habe keine Norm, dass ich sage, muss so und so sein. Das darf gut sein.
das darf man genießen. Darf man mit Augen genießen, darf man Gaumen genießen. Du redest ganz schön viel um den heißen Brei drum und kommst nicht auf den Punkt. Mega geil, ne? Wie ist deine Küche? Hatschi-Küche, ne? Und was ist das? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht aussprechen. Hatschi-Tisch. Was ich heute für meine Gäste vorgenommen habe, dass sie einfach andere Geschmäcke in ihre Gaumen haben, andere Düfte in ihre Nase haben. Ich möchte sie gerne heute überraschen. Promi-Koch Mike lässt sich auch gerne überraschen von Können und Kreativität. Was hast du hier so? Das ist eine Molke. Das ist Molke, da ist Knoblauchöl. Okay. Da habe ich meine Rosti, wenn ich pariere. Die brate ich mit Rapsöl. Dann habe ich meine Fett für meine Bratkartoffeln und für meinen Rumsteak. Ach so, das ist dann quasi natürlich aromatisiertes Öl. Darf ich jetzt schon mal sagen, das ist echt witzig und raffiniert. Alter, you are on fire, ne? Hauptsache Feuer, ne? Schau. Attacke. Das ist so eine Küche, die ist so zusammengestöpselt, ne? Hier kochen Zufall, Lust und Laune mit. Magst du eher, wenn ein bisschen, also Medium Minus, so ein bisschen Richtung... Meinst du mit Medium Minus, das ist auch geil. Ja, meinst du Medium Rare, also ein bisschen zu, noch ins genau, Ruhe? Genau. Medium Minus, geil. Ja. Medium Minus, Medium Plus, das sind voll die neuen Sachen. Du willst Koch lernen oder Hatice-Style? Hatice-Style. Also, Hatice-Style. Du willst Hatice-Style ohne Gesellenbrief lernen. Okay, dann sind wir im Spiel. Ne? Also, Kräuterbutter. Was hast du da drin? Was habe ich da drin? Habe ich denn Kräuter aus dem Garten getrocknet sind drin? Da ist. Schmeckt gut übrigens. Danke. Ja, bitte. Ist da irgendein Pulver drin? Ja, hier Gemüsebohnen. Ja. Merke ich. Ah, mein lieber Tietje, ne? Also da kannst du mit den ganzen Kräutern, weißt du, da kannst du dich totschmeißen. Wenn dann dieses kleine, gelbe, fiese Glutamatpulver reinkommt, dann schmeckt die ganze Butter halt nach dem Zeugs, ne? Schaut aus wie eine Stickpizza. Mein Gericht hat jetzt mit Kochen nicht ganz so viel zu tun. Das ist eine Art Feta-Käse, zerschmolzen mit einer scharfen Sambal-Oleg-Soße und die Träubchen auf dem Tellerrand. Ne? Und dann kommt das Steak drauf und dann ist aus die Maus. Ne? Guten Appetit. Danke dir. Der Spitzenkoch traut dem Braten nicht. Das hast du mal gut getroffen, ne? Freue mich. Er genoss. Und dann merkte ich, das war dann immer so Fragen, was ist da drin? Es ist anders und ich weiß nicht, ob es so ganz 100% so alles zusammenpasst. Und irgendwie will man weiter naschen. Ich habe ein gutes Stück Fleisch mit einer tollen Qualität. Und dein Style mit dem Kuhmilch-Feta-Käse, mit der Schärfe, mit den Tomaten, es hat Hatice-Style. Das Steak war toll. So, aber das andere ist so ein bisschen so. Hat sie irgendwie so ein bisschen was von Griechenland, ein bisschen was von. Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt, wie die Mitstreiter das sehen. Also, es wird für mich ganz schlimm, wenn ich heute jemanden mit meinem Essen enttäusche. Nach dem Essen, wenn die Augen, wenn einem anschauen, wenn nicht glänzen, der Tag ist mir nicht gelungen. Aus dem Bauch raus glaube ich, dass Hatice das schwer haben wird. Also meine Art zu kochen, ich glaube, hat er verstanden. Ich habe einen Grinser im Gesicht, ne? Also Hatice-Style. Im Wohnzimmer ist Hatice-Style, Küchen-Style ist auch Hatice. Sie ist crazy, sie ist einfach auch eine Nette. Es gibt nicht wirklich eine Küchenlinie, es ist Hatice-Style, das stimmt. Ich hoffe, dass die Mitstreiter das kapieren und dass sie bezirzen kann und keiner irgendwie böse wird, ne? Weil sie ist in Ordnung.